Okay, dann fangen wir an. Dann können wir die innere Absicht für den heutigen Abend aufbringen, weshalb wir an so einem Abend teilnehmen oder wofür, was unsere Absicht ist. Zum Beispiel möge das, was wir heute Abend üben, worüber wir nachdenken, was wir kultivieren, möge das einmal uns selbst, aber auch immer allen anderen fühlenden Lebewesen von Nutzen sein. Und möge das zu unserem aller Wohlsein und zur Befreiung von Leid und Leidenskreisläufen beitragen. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Buddhaṃ Dhammaṃ Sanghaṃ Namassāmi. Okay. Dann legen wir los mit dem neuen Kapitel. Letztes Mal haben wir das schon vorgestellt, das neue Kapitel, wo es also über den Geist geht, über Citta. Und heute geht es dann, nachdem wir letzte Woche den Begriff vor allen Dingen, oder letztes Mal vor allen Dingen den Begriff Citta vorgestellt haben, oder Geist, geht es dann jetzt mit den neuen Versen los von diesem neuen Kapitel. Kapitel 3. Und der erste neue Vers von heute für dieses neue Kapitel lautet: Der Geist, ruhelos und unbeständig, ist schwer zu behüten und im Zaum zu halten. Die Weisen richten ihren Geist so aus, wie ein Pfeilmacher seine Pfeile begradigt. Das ist also der erste von den beiden Versen für heute. Dann gucken wir uns erstmal da ein bisschen was zu an und dann geht es dann weiter mit dem zweiten Vers. Und die ersten Begriffe, die wir uns jetzt für heute ein bisschen genauer anschauen, ist Pandanang und Chapalang. Ruhelos und unbeständig sind die jetzt hier übersetzt. Der erste von den beiden Begriffen, Pandanang, kann übersetzt werden einmal als zittern oder beben oder pulsieren. Das ist die eigentliche wortwörtliche Übersetzung. Aber dann in Bezug hier jetzt auf den Geist natürlich, heißt es dann eher, dass der Geist aufgewühlt ist oder ruhelos oder rastlos ist, aufgeregt und fahrig, kann man da auch noch mit zuschreiben. Und jeder kann da wahrscheinlich sehr, sehr viele Beispiele aus dem eigenen Alltag finden, wo man das vielleicht erkennt. Und das Zweite, was der Buddha sagt, was der Geist ist, ist Chapalang. Und das ist launisch, unbeständig, sehr wechselhaft, wankelmütig, schwankend, instabil. Ich finde es immer schön, wenn man die verschiedenen Begriffe sich nochmal anschaut, weil in der Übersetzung, in dem Vers kann man halt immer nur einen Begriff wählen, damit es auch nicht so ewig lang wird. Da habe ich jetzt dann unbeständig genommen, aber wechselhaft hat auch nochmal was anderes oder launisch. Das kann manchmal so eine Achterbahn der Gefühle sein in einem einzigen Tag, auf und ab, hin und her. Naja, und an manchen Tagen wiederum, dann hat man auch so das Gefühl, da ist gar nichts unbeständig und man hängt irgendwo fest. Das gibt es natürlich auch noch. Ja, aber prinzipiell, vor allen Dingen auch was unsere Sinne angeht, was unsere Gedanken angeht, ist der Geist eben meistens doch sehr, sehr launisch, sehr schwankend. Mal hier, mal dort, rechts, links. Affengeist wird das oft genannt. Und damit beschreibt jetzt der Buddha natürlich vor allen Dingen Aspekte eines Geistes oder einer Person, die noch nicht vielleicht den Geist viel geschult hat oder viel Meditationserfahrung hat und da so ein bisschen probiert, ein bisschen mehr Ruhe oder Fokus reinzubringen oder Klarheit. Oder natürlich auch ist es eine Person, die jetzt noch nicht erleuchtet ist, also ein nicht erleuchteter Geist, wo man sagt, das ist manchmal wie so ein Blatt im Wind, unser Geist, wenn man da noch nicht viel Schulung hat oder noch nicht viel ein Händchen für gefunden hat, wie man mit dieser unerleuchteten Natur des Geistes klarkommen kann, wie man damit umgehen kann besser.
Und der Geist findet halt, wenn er so ist, in der Art und Weise, nie wirklich Ruhe, nicht mal für eine kurze Zeit, weil er sich halt sehr leicht aufwühlen oder aufregen lässt oder sehr leicht von der einen in die andere Richtung leiten lässt. Und wovon man oder der Geist sich immer gerne herumjagen lässt, im Buddhismus nennt man das die acht Winde oder die acht Winde der Welt oder weltliche Winde oder so, die haben wir auch schon ein paar Mal vorgestellt, wie Freud und Leid, Gewinn und Verlust, Ruhm und Schmach und Lob und Tadel. Das geht ja auch im Alltag hin und her, auf und ab. Man sucht immer die angenehmen, also angenehme Gefühle, Gewinn, Ruhm, Lob, den Sachen, denen jagt man oder jagt der Geist gerne hinterher. Wenn man wenig Bewusstheit darüber hat, dann kann das auch sehr, sehr ins Extrem gehen, wenn man das halt nicht mitbekommt oder wenn man sich darin verliert. Und diese angenehmen Erfahrungen oder Gefühle oder Gedanken, die probiert man dann aufrechtzuerhalten und zu beschützen oder zu verteidigen, und quasi auch auf Dauer zu halten. Und dann diese anderen Aspekte wie Leid oder Verlust, Schmach oder Tadel, vor denen rennt dann der Geist immer gerne davon oder möchte sie vermeiden oder ignorieren oder auch unterdrücken. Und dieses sich sehnen nach Freude oder nach Glück und Wohlsein und natürlich auch Abneigung gegenüber Leid, das ist ja was vollkommen Normales. Das ist ja quasi das, was eigentlich alle Lebewesen gemein haben. Alle Menschen, alle Tiere, alle Lebewesen, die man vielleicht auch nicht sehen kann, möchten Glück erfahren und Leid vermeiden. Das ist eigentlich vollkommen normal und ist ein ganz normaler Drang oder Wunsch eines jeden Lebewesens. Aber halt dann die Art und Weise, wie man Freude kultiviert oder Leid vermeiden möchte, das ist dann ausschlaggebend für die letztendliche Qualität von dem Ergebnis, wenn man das dann also versucht, Freude zu finden oder Leid zu vermeiden. Wie man das angeht, das ist ausschlaggebend dafür, wie es sich dann letztendlich anfühlt, was das Ergebnis sein wird. Und aufgrund von Rastlosigkeit oder Aufgeregtheit oder Wechselhaftigkeit vom Geist, vom ungeschulten Geist oder unerleuchteter Geist, wenn Rastlosigkeit sehr stark ist oder Aufgeregtheit sehr stark ist, Wankelmütigkeit oder so Schwankungen des Geistes sehr stark sind, dann verfolgt man vielleicht, wenn man dann nach Glück strebt oder Freiheit von Leid angehen oder verfolgen möchte, dann macht man das vielleicht auf eine Art und Weise, was dann zwar vielleicht vorübergehend Befriedigung bringt oder man ist für eine kurze Zeit vielleicht frei von bestimmten Leiterfahrungen oder so, aber vielleicht auf längere Sicht, wenn der Geist sehr, sehr rastlos ist, dann ist er meistens auch sehr, sehr unklar und kann vielleicht nicht so weit in die Zukunft schauen. Und dann kann es dann auch gut sein, dass man auf längere Sicht gesehen dann Dinge denkt oder sagt oder tut, die dann eher doch wieder unserem geistigen oder auch körperlichen Wohl so entgegengehen. Und deshalb ist dann aus buddhistischer Sicht, wie der Buddha das gelehrt hat, ist sehr, sehr wichtig, dass man probiert, einen klaren, ruhigen und stabilen Geist zu kultivieren. Weil dann kann man dieses Streben nach Wohlsein oder Auflösung von Leid sehr effektiv angehen. Und dann kann man sich kompetent oder auch klar oder sehr bewusst damit auseinandersetzen und auch tief schauen, welche Dinge führen zu Leid, welche führen zur Auflösung von Leid. Und quasi je ruhiger oder je gesammelter der Geist ist, desto klarer kann er dann auch erkennen, welche Absichten, welche Emotionen, welche Gefühle quasi Streben nach Glück eigentlich eher sabotieren und welche Absichten, Emotionen, Gefühle dann Streben nach Glück eher so fördern oder ja, dabei behilflich sind, wirklich auf längere Sicht auch. Und Schlussfolgerung ist dann also, wenn man sich das so betrachtet, dass wenn man Wohlsein kultivieren möchte oder wenn man Leiden oder Leidenskreisläufe auflösen möchte, dann ist also ein gesammelter, ruhiger und klarer Geist sehr wichtig. Ja. Und dafür muss man aber dann sich eben daran üben, diesen rastlosen, aufgewühlten, fahrigen oder wechselhaften Geist zu bändigen, kann man sagen. Zähmen, schulen. Und dann in den nächsten Zeilen jetzt von dem Vers, da sagt dann auch der Buddha, dass es möglich ist, aber dass es auch schwierig ist. Ja.
Weil der Geist, so heißt das ja dann jetzt hier weiter, ist schwer zu behüten, schwer im Zaum zu halten. Und diese beiden Begriffe schauen wir uns auch nochmal ein bisschen genauer an. Einmal haben wir Durakang, was dann übersetzt wird als schwer zu beschützen, schwer zu sichern, schwer zu bewachen. Du, dieses Präfix oder diese erste Silbe, das bedeutet eigentlich schwer. Heißt auch schlecht oder verkehrt, aber hier vor allem dann schwer, etwas, was schwer ist. Und Raka bedeutet beschützen, aber auch sowas wie beschirmen, hat auch was von Geborgenheit, auch was von Fürsorge, was sehr, sehr schön ist, weil dann, wenn man denkt, man muss den Geist beschützen, dann hat man vielleicht auch da wieder sowas Aggressives, denkt man, oder sowas mit Abneigung oder so, aber hier geht es auch im Grunde aus Fürsorge oder Geborgenheit sich selbst gegenüber, möchte man den Geist mehr sammeln oder behüten. Behüten ist dann vielleicht auch schön, ja. Und Durakang ist also, tatsächlich ist das möglich, aber der Buddha sagt, es ist halt auch schwer. Es ist schwer, den Geist, der halt so wankelmütig ist und so gewohnt ist, immer allen Eindrücken hinterher zu jagen, Gedanken hinterher zu jagen, Gedanken auch als Wirklichkeit zu sehen oder bestimmte Konzepte oder Vorstellungen, die man hat, als Wirklichkeit zu sehen. Da ist der Geist gewohnt, dem immer all, dem sehr schnell hinterher zu rennen und dem auch alles zu glauben, was so in unseren Gedanken los ist. Ja. Es ist also schwer, den Geist zu beschützen vor dieser Rastlosigkeit und vor vielleicht auch der Tendenz, immer sofort allen Dingen Glauben zu schenken, die im Geist so hin und her hetzen. Und dann das Zweite, Dunivarayang, hat auch wieder Du das Präfix, was dann auch wieder schwer bedeutet in diesem Sinne. Und kommt dann der zweite Teil des Wortes kommt von Nivareti. Und das heißt abwenden oder unterbinden, verhüten, vorbeugen und zurückhalten. Und das ist dann also, nachdem das erste war schwer zu beschützen, schwer zu sichern oder behüten eher vielmehr, ist dann jetzt das zweite, dass der Geist auch sehr schwer zu bändigen ist oder zu zähmen ist. Und das ist natürlich vor allen Dingen, dann kann jeder das unterschreiben, wahrscheinlich, wenn man halt mal starke, intensive Emotionen erlebt, die dann den Geist vollkommen einnehmen und dann ist man wie in so einer wie in so einem Strudel ist das dann manchmal, oder man ist vollkommen von der Emotion überschwemmt vielleicht, wie eine Welle, wie eine große Welle. Und dann ist immer auf das Sinnbild, dass es natürlich schöner wäre, wenn man auf den Wellen reitet, weil man kann ja nicht Emotionen komplett verhindern, die werden kommen und gehen. Aber es ist ein Unterschied, ob man sich total zum Beispiel mit so einer Emotion dann identifiziert und dann daran anhaftet oder sich davon durch die Gegend jagen lässt oder halt total überschwemmen lässt, dann ist man total durchgespült davon. Oder ob man eher so das ein bisschen mit Distanz beobachten kann oder vielleicht auf den Wellen reitet. Aber das ist halt jetzt ein Sinnbild. Das ist immer so schön gesagt, leicht gesagt, aber man muss das dann üben im Alltag natürlich. Aber allein schon manchmal der Gedanke, wie auch der Meditationsmeister vor kurzem im Buddhas Weg Dhammadipa oft meinte, das Problem meistens ist eigentlich nicht das Gefühl selbst oder die Emotion oder der Gedanke, sondern dass man sich damit identifiziert, dass man dann tatsächlich dem Wahrheit zuschreibt und so ist das und ich bin das und ich bin dieses Gefühl oder ich bin dieser Gedanke oder ich bin diese Gewohnheit, die gerade wieder ansetzen möchte. Ja. Und auch das ist ja etwas, was man so sein Leben lang gewohnt ist. Also all die Dinge, die jetzt der Buddha hier sagt, dass der Geist so, wie ist das Moment? Gehen wir nochmal auf den ganzen Vers, dass der Geist ruhelos ist und unbeständig ist, dass er schwer zu behüten ist, schwer im Zaum zu halten ist. Das ist ja etwas, was unser Geist schon seit Anbeginn dieses Lebens und aus buddhistischer Sicht auch schon in vielen, vielen vorherigen Leben durchgemacht hat und so gelernt hat. Und deswegen ist es nicht so einfach am Anfang, aber eben unter anderem durch Praxis von Achtsamkeit, Meditation und wie so wachsame Bewusstheit, was wir im letzten Kapitel von Dhammapada schon vorgestellt haben, ist es möglich, da einfach mehr und mehr so ein Händchen für zu kriegen, wie man damit gut umgehen kann. Und dann wird der Geist mehr und mehr zu einem sehr, sehr guten Werkzeug, auch Sachen anders zu betrachten, anders angehen zu können. Und man kriegt immer mehr Entscheidungsfreiheit, auch in schwierigen Situationen. Aber üben muss man halt vor allen Dingen dann auch in den Situationen, wo gerade nicht irgendwie man total von der Emotion überwältigt wird. Dafür ist er dann eben unter anderem Meditation auch da. Da ist dann wie Trockenschwimmen. Ja. Okay. So. Und das heißt, wenn man jetzt sich effektiv und mit
mit Wissensklarheit, mit dem Streben nach wahrem Glück oder nach wahrer Zufriedenheit und mit dem Weg zur Befreiung von Leid auseinandersetzen will oder mag. Da haben wir jetzt also gehört, da muss man den Geist zähmen, bewachen, schützen. Das ist das, was wir jetzt noch dazu gehört haben. Aber was ist dann damit gemeint auch? Also was oder unter anderem? Das sind ja vieles immer dann Begriffe, wo man auch wieder viel drüber sprechen kann oder viel drüber lesen kann. Aber jetzt mal so in der Kürze, wenn man sagt zähmen, was möchte da gezähmt werden im Geist? Am Anfang sind es vor allen Dingen erstmal diejenigen Emotionen oder Gewohnheiten, die von destruktiven oder unheilsamen Absichten getrieben sind oder durchdrungen sind. Man übt sich also darin, dass man diejenigen Absichten oder Gewohnheiten aufgibt oder probiert aufzugeben, die zu eher leidvollen Resultaten führen, wo man das weiß. Für sich selber leidvolle Resultate und oder auch für andere Lebewesen. Und zum Aspekt von Zähmen des Geistes gehört auch dazu, dass man allmählich so diese Neigung des Geistes auflöst, dass man sich so in Extremen verliert. Die Extreme von komplette Rastlosigkeit oder Ruhelosigkeit im Geist oder dieses Fahrigsein. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch dieses andere Extrem von Dumpfheit des Geistes oder Unklarheit, wo man total träge im Geist ist, wie manche nennen das wie Honig im Geist oder wie dumpf. Dumpf ist im Grunde ein gutes Wort dafür. Also das Gegenteil von Aufgeregtheit ist dann quasi so dieses, wie so ein schläfriger Geist. Nicht, weil man müde ist, wenn man müde ist, dann muss man sich hinlegen und schlafen oder ausruhen, aber sondern wenn man einfach so dumpf und träge im Geist ist. Das ist auch nochmal ein Extrem, wo man quasi den Geist zähmt, damit man diese beiden Extreme auch vermeidet. Das gehört auch noch mit dazu bei dem Begriff zähmen. Und wenn das dann geschafft ist, dann als nächstes kommt dann eben, dass man den Geist auch bewacht, weil, was heißt denn hier bewachen? Weil unheilsame Absichten, Gewohnheiten, Emotionen und sowas, die wollen ja auch manchmal wieder zurück in den Geist kommen oder kehren zurück oder sind getriggert durch irgendetwas, was passiert ist im Außen oder durch Gedanken. Oder weil es halt eben Gewohnheiten sind, kommen sie gerne und sehr leicht auch nochmal zurück und statten uns einen Besuch ab. Wenn die dann halt nochmal auftauchen, wollen sie sich gerne im Geist ausbreiten. Und dann muss man aber eben wachsam sein oder den Geist bewachen, wie wir es halt auch durch diese Qualität von Appamada kennengelernt haben im vorherigen Kapitel, wo es um wachsame Aufmerksamkeit ging, dass man dann eben den Geist bewacht, dass auch in der Zukunft man verhindern kann, dass unheilsame Tendenzen sich extrem ausbreiten oder sehr, sehr viel Kontrolle über den Geist erlangen. Und dann zu guter Letzt kommt dann dieser Aspekt von Beschützen, dass man den Geist auch beschützt. Weil was soll denn da beschützt werden? Das sind dann vor allen Dingen die heilsamen Absichten oder heilsame Gewohnheiten auch des Geistes, die man ja kultiviert. Was auch immer man so an heilsamen Absichten und Aktivitäten verfolgt, oder sei es jetzt also geistlich oder sprachlich oder tatkräftig durch körperliche Handlungen, alles, was heilsam ist, das möchte man beschützen, möchte man nähren, möchte man weiter in der Zukunft aufrechterhalten. Das ist uns also auf diesem Weg zur Befreiung von Leid immer, dass es wie Werkzeuge sind, die uns immer weiter und immer stabiler unterstützen oder zur Seite stehen. Gute, heilsame Absichten, gute, heilsame Gewohnheiten, heilsame Arten, über sich selber und über andere Lebewesen nachzudenken und so weiter und so fort. Einstellung kann man auch sagen oder die Einstellung von Herz auch. Genau. Alles Positive möchte man quasi dann auch beschützen für die Zukunft. Genau. Und dann haben wir jetzt ja in diesem Vers gelesen, dass die Weisen ihren Geist jetzt, der aber tatsächlich ruhelos und beständig und unbeständig ist und schwer zu behüten ist und schwer im Zorn zu halten ist. Die Weisen jedoch, die probieren, ihren Geist so auszurichten, wie ein Pfeilmacher seine Pfeile begradigt. Und das ist so das Sinnbild jetzt von Vers 33. Und der Buddha hat ja gesagt, also dass es keine einfache Sache ist, den Geist zu bewachen, zu behüten und so derartig auszurichten. Aber im gleichen Atemzug sagte er halt auch, es ist möglich. Es ist schwierig, aber es ist machbar. Und er sagt dann eben also, dass man hierzu im übertragenen Sinne quasi das Geschick und die Handfertigkeit und auch die Genauigkeit und auch das Bemühen oder die Bemühung braucht, wie ein Pfeilemacher eben das beim Herstellen seiner Pfeile
anwendet. Und da gibt es also dieser bekannte buddhistische deutsche Mönch, Pali-Pionier, also einer auch der ersten deutschen, nicht sogar der erste deutsche ordiniert, habe ich jetzt gerade leider nicht im Kopf, Nyanatiloka, der hat geschrieben oder der hat das mal beschrieben, wahrscheinlich auf Grundlage von Kommentarschriften. Ich habe es jetzt selber nicht so schnell rausfinden können. Der hat geschrieben über den Prozess von Pfeile machen im alten Indien oder in Asien muss das gewesen sein. Da hat er gesagt, also erstmal sucht man sich natürlich einen geeigneten Stock, gutes Stück Holz, einen guten Stock, der dafür vom Holz her natürlich auch eine gute Grundlage herbildet. Und dann muss man erstmal die äußere Rinde abmachen, natürlich. Dann wird der Stock mit dem öligen Schmand von einer Reissuppe eingeschmiert. Und dann anschließend in so einem Becken voll von glühenden Kohlen erhitzt der Stock. Und das macht das Holz, also diese Hitze. Hitze kann dann in Verbund dann mit dieser Reissuppe, mit diesem öligen Schmand, das kann dann das Holz geschmeidig und auch ein Stück weit biegsam machen. Und dann im Anschluss daran, dann treibt man den Stock durch so ein Rohr oder Richtrohr heißt das. Und dessen genaue Passgröße von diesem Rohr, das befreit dann den Stock von allen noch übrigen Unebenheiten, wenn man das da durchtreibt, das Stück Holz oder den Stock. Und dadurch wird der Stock sehr, sehr gerade ausgerichtet. Und selbst dann, wenn der Stock erhitzt war und selbst wenn da noch leichte Bögen drin waren, man kann das dann tatsächlich noch im Nachhinein korrigieren. Und wenn das dann ausgehärtet ist, dann bleibt diese Form, diese schöne gerade Form, die bleibt dann bestehen. Und aus so einem ausgehärteten, super schön geraden Pfeil, da kann man dann, sagt dann der Mönch Nyanatiloka, dann kann man ein Ziel bis aufs Haar genau treffen mit einem so schönen Pfeil. Ja. So, und dann schreibt dann der Mönch Nyanatiloka, der hat das dann schön beschrieben, wie kann man das dann anwenden auf den Geist, dieses Sinnbild. Weil er schreibt dann, also ein solcher Pfeilemacher, der wird mit seinen Fähigkeiten natürlich dann mit diesen Pfeilen und auch mit, wie er dann damit schießen kann, da wird er natürlich große Anerkennung kriegen, so ein Pfeilemacher. Anerkennung, Achtung, Ehre von halt, ja, anderen Personen oder Auftraggebern oder wie auch immer. Aber dann hat jetzt Nyanatiloka das angewendet auf den Weg der Befreiung oder auf jemanden, der praktiziert, also hier dann vor allen Dingen dann Ordinierte, Mönche oder Nonnen oder so, aber im Grunde geht es einfach um allgemein praktizierende Personen. Und da schreibt er, eine weise und einsichtsfähige Person, also jemand, der sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, eine weise und einsichtsfähige Person befreit ihren Geist auch erstmal von der äußeren Rinde, nämlich von der äußeren Rinde unheilsamer Gewohnheiten und Handlungen. Und wie macht er das? Durch die Übung von Tugend, Disziplin und auch so asketische Einfachheit, wie halt die Mönche und Nonnen gelebt haben. Einfaches Leben mit wenig Besitz und so weiter. Man befreit sich von mehr und mehr Dingen, die man nicht wirklich braucht, hat nur so das Notwendigste. Man übt sich also in Tugend, Disziplin oder Ordensregeln einhalten und asketische Einfachheit. So, und dann durchtränkt eine solche Person ihren Geist auch mit öligem Schmand, nämlich mit dem öligen Schmand von Vertrauen in den Dharma oder Vertrauen in die Lehre des Buddhas oder in diesen Weg der Befreiung. Und dann als nächsten Schritt durchglüht diese Person ihren eigenen Geist auch mit glühenden Kohlen, nämlich mit den glühenden Kohlen von wachsamer Aufmerksamkeit und freudvollem Bemühen. Also Wachsamkeit und Bemühung, das sind die glühenden Kohlen, wo man dann den Geist mit erhitzt und geschmeidig macht. Denn der Geist wird jetzt biegsam, geschmeidig und kann dann also weiter gut verarbeitet werden. Nämlich im Rahmen von Meditation, sagt dann der Nyanatiloka. Das heißt, als nächstes treibt dann die weise Person ihren Geist durch das Richtrohr von meditativer Versenkung oder Vertiefung, das ist Samatha-Meditation, und Einsichtsmeditation, Vipassana. Und dadurch wird dann gesagt, befreit dann die weise Person ihren Geist auch von allen übrig gebliebenen Unebenheiten des Geistes. Das ist dann natürlich Sinnbild für Gier, Hass, Verblendung oder für alle anderen Fesseln des Geistes oder unheilsamen Geistesfaktoren.
und verwirklicht dann dadurch Nirvana oder Befreiung von Leidenskreisläufen. Und dann schreibt er, eine solche weise Person, die ihren Geist derartig ausrichtet und verarbeitet, erlangt dann ebenfalls große Anerkennung oder Achtung oder Ehre, und zwar als eben eine erleuchtete Person. Sagt man dann immer, traditionell sind diese Formulierungen dann so, dass das eine Person ist, die für die Gabe von Essensopfergaben oder Essensspenden und auch für die Begrüßung mit zusammengefalteten Händen, dass da dessen ist eine solche Person dann wahrlich wert. Genau. Und das fand ich ganz schön, weil manchmal sind diese, man muss auch, genau hier dieses Bild, was wir jetzt hier haben, ist ein Gemälde, was darstellen soll, den Prinz Siddhartha, also den jungen Prinz Siddhartha, bevor er natürlich noch, da war er noch kein Buddha, aber später im Laufe dessen seines Lebens hat er dann Buddhaschaft realisiert und ist dann bekannt als der Buddha oder Shakyamuni Buddha, aber früher war er noch Prinz Siddhartha. Der hat natürlich auch in seinem Leben, bevor er Asket oder Mönch war, hat er sehr, sehr viel Lebenserfahrung sammeln können im Rahmen seines Lebens im Palast, wo er gute Bildung bekommen hat, viel handwerkliche oder künstlerische Dinge gelernt hat, Philosophie gelernt hat, aber eben auch so Sachen wie Kampfkunst, Bogenschießen, Reiten und so weiter und so fort. Und dann muss man auch wissen, dann viele von diesen Sinnbildern, die der Buddha benutzt, die haben meistens auch Hand und Fuß, was so ihre Verwurzelung in der damaligen Gesellschaft hatte, also in der Handwerkskunst oder Kunst oder wie auch immer. Der Buddha hat ein großes Wissen gehabt über die verschiedensten Berufe oder Handwerke. Das heißt, er hat manchmal solche Sinnbilder gegeben, wie hier, jetzt geht es ums Pfeile machen. Manchmal hat er Sinnbilder gegeben, wo er den Geist erklärt anhand von jemandem, der einen Elefanten sucht, indem er dessen Spuren verfolgt im Wald. Oder verschiedenste Handwerksberufe oder Handwerksberufe hat der Buddha benutzt, um Sinnbilder irgendwie zu geben, die einem das ein bisschen mehr im Geist, wie sagt man, greifbar machen. Ja, dann kann man sich die Sachen meistens auch nochmal ein bisschen besser merken. Apropos Sinnbild, dann kommt der nächste Vers für heute. Vers 34. Und der heißt, auch wieder fängt direkt mit dem Sinnbild an, so wie ein Fisch zappelt und sich windet, den man dem Wasser entrissen und auf trockenes Land geworfen hat, ebenso aufgewühlt und ruhelos ist der von Mara beherrschte Geist. Daher sollte man sich bemühen, sich von den Fängen und Fesseln Maras zu befreien. Mara, den hatten wir schon mal vorgestellt. Mara ist im Grunde oft traditionell eher so eine Personifizierung von Tod oder von Gier oder Hass oder Verblendung. So ein bisschen, wie man sich vorstellt, wie im Christentum ist das dann vielleicht der Teufel, der einem irgendwie Dinge einflüstert, die man doch bitte tun soll. Aber hier so im Buddhismus, Mara ist dann, wenn es diese Personifizierung ist von unheilsamen Geistesfaktoren, dann sind es noch nicht mal unbedingt immer schlechte Dinge, die man tun soll oder irgendwie destruktive Dinge. Mara ist dann eher so einfach damit zufrieden, dass man noch sich weiter in den vielen Ablenkungen in der Welt verliert. Muss noch nicht mal was Großes, Schreckliches, Leidvolles sein. Solange man noch schön im Leidenskreislauf von Geburt und Tod gefangen ist, dann ist Mara zufrieden. Mara, also die destruktiven Gewohnheiten, Gier oder Hass oder Verblendung. Aber jetzt hier vor allen Dingen in diesem Vers ist dann Mara vor allen Dingen auch gleichzusetzen, eben mit destruktiven oder unheilsamen Gewohnheiten und auch mit rastlosen Gedanken, Gedanken, die man nicht unter Kontrolle kriegt. Wir werden wir gleich noch sehen in der Hintergrundgeschichte. Da ging es dann auch um einen Mönch, der seine Gedanken einfach nicht bändigen konnte, weil die so stark am Rotieren waren in seinem Geist. Und welche Gedanken natürlich, wenn es jetzt heilsame Gedanken sind oder Gedanken von Liebe oder Mitgefühl, da braucht man sich ja im Grunde nicht viele Sorgen machen. Das sind ja Gedanken, die einem dann sogar eher helfen auf dem Weg. Aber wenn es Gedanken sind, eben was Gier angeht oder Hass oder so oder Übelwollen oder ja, grausame Gedanken, die machen einem ja dann schon eher zu schaffen und die möchte man ja bändigen. Und das ist das, was dann schwierig ist. Und hier steht jetzt also Mara, der von Mara beherrschte Geist ist, also ein Geist, der beherrscht ist von destruktiven Gedanken oder Gewohnheiten. Und deswegen sollte man sich bemühen, sich von den Fängen und Fesseln von
destruktiven Gewohnheiten oder Gedanken zu befreien. Mara ist dann halt nur so ein Stellvertreter. Genau. Auch wieder so was Personifiziertes, was es dann wieder leichter macht, sich das Ganze zu merken oder vorzustellen. Ja. So, und das ist also der Vers 34. Da gibt es aber noch eine zweite Art, den zu übersetzen. Manchmal ist das so, dass dann die Worte, je nachdem, wie die Pali-Übersetzer das übersetzt haben, legen die einen anderen Schwerpunkt oder ordnen das ein bisschen anders an, grammatikalisch. Und dann kommt was Ähnliches, aber ein bisschen anderes bei raus. Und manchmal ist das auch ganz schön. Dann kann man einfach einen anderen Schwerpunkt sich anschauen. Sie sind dann meistens beide gleich gültig, kann man sagen. Nicht gleichgültig, sondern gleichermaßen gültig. So. Und jetzt diese erste Übersetzungsvariante, wie wir jetzt hier stehen haben, ist also, hat halt die Bedeutung, dass da ist das Zappeln und das Winden, ähnlich jetzt wie im Vers 33, das Zappeln und Winden von dem Fisch, das ist quasi nochmal ein Sinnbild für die ständige Rast und Ruhelosigkeit eines Geistes, der eben noch nicht geschult oder noch nicht erleuchtet ist. Also ein Geist, der dem ständigen Drang von Mara oder Gier, Hass, Verblendung, schutzlos ausgeliefert ist, kann man sagen. Und das Leid, welches dann aus diesem schutzlos ausgeliefert sein gegenüber diesem Einfluss hervorgeht, das ist dann quasi in dieser Übersetzungsvariante jetzt quasi eine Motivation oder ein Antrieb, warum man sich eben gerade von diesen unheilsamen Einflüssen oder Geistestrübungen oder Gewohnheiten befreien möchte. Hier geht es also darum, das Zappeln und Winden von dem Fisch ist wie so ein Sinnbild für diese Ruhelosigkeit des Geistes, was Gier, Hass und Verblendung angeht. Sondern diese zweite Übersetzung, die es jetzt aber auch noch gibt, die lautet folgendermaßen, wenn man das jetzt so anschaut: Ein Fisch, der dem Wasser entrissen und auf trockenes Land geworfen wurde, der zappelt und windet sich wie der Geist derjenigen, die sich aus den Fängen von Mara, also von unheilsamen Gewohnheiten und Gedanken, befreien wollen. Leicht, nur ein bisschen anders angeordnet und schon hat es eine leicht andere, aber signifikant andere Bedeutung, nämlich hier ist jetzt das Zappeln und Winden von dem Fisch, der auf dem Trockenen quasi um sein Überleben kämpft. Das ist jetzt hier im übertragenen Sinne gemeint, die unermüdliche Bemühung von jemandem, von einer weisen Person also, die versucht mit aller Kraft sich aus diesen Leidenskreisläufen von Wiedergeburt zu befreien. Also eine Person, die mit aller Kraft versucht, den Weg der Befreiung zu kultivieren und Nirvana zu verwirklichen. Hier ist also das Zappeln und das Winden eher als positives Sinnbild gemeint, nämlich wie, oh, Bemühung, wie der Fisch darum kämpft, wieder zurück ins Wasser zu gelangen und dafür zappelt und sich windet. So ist dann auch quasi jemand, aber es ist ein bisschen, also es klingt schon so ein bisschen nicht so weise, aber wenn man sagt, man möchte sich zappeln und winden, um sich von unheilsamen Gewohnheiten zu befreien, da merkt man, das hat auch wieder so was Rastloses. Also ich denke schon, diese erste Variante ist ein bisschen, die hat ein bisschen mehr, die fühlt sich ein bisschen passender oder wie kann man sagen, für mich fühlt sich das ein bisschen besser an, aber da hat auch jeder jetzt so vielleicht seine eigene Position, wo man gerade steht im Leben, da kann man dann gucken, welche von den beiden gerade eher passt oder wie es einem mehr hilft, weil die sind halt gleichermaßen gültig, kann man sagen, gucken sich das nur aus unterschiedlichen Perspektiven an. Ja. Und manchmal tatsächlich, wenn vielleicht irgendwelche Gewohnheiten wieder auftreten, von denen man sich ja eigentlich befreien wollte, dann ist es manchmal gar nicht schlecht, ein bisschen zu zappeln und sich zu winden. Wortwörtlich. Aufstehen, sich ein bisschen bewegen oder irgendwas anderes tun oder einmal um den Block oder frische Luft ins Zimmer lassen. Manchmal ist es dann auch tatsächlich körperlich etwas tun, hilfreich, um dann zum Beispiel aus geistigen Kreisläufen auszusteigen. Von daher passt das dann vielleicht sogar aus diesem Blickwinkel dann doch ganz gut. Okay. Gut. So, das sind dann die zwei Verse für heute Abend. Und dazu zu beiden Versen gibt es jetzt noch eine Hintergrundgeschichte, wo wir dann mal schauen, wie es dazu kam, dass der Buddha diese beiden Verse gesprochen hat. Und die Hintergrundgeschichte für heute Abend zu Vers 33 und 34 habe ich genannt von Mönch Megia oder von Mönch Megias Schwierigkeiten mit rastlosen, unheilsamen Gedanken. Ja, um diesen Mönch geht es also. Und diese Verse 33 und 34, die hat der Buddha gesprochen,
eben in Bezug auf diesen Mönch Megia. Und die Details zu diesen Begleitumständen von dieser Geschichte, die findet man einmal im Kommentar zum Dhammapada von Buddha Ghosa, aber auch es gibt eine eigene Lehrrede unter den gesammelten Lehrreden, das Megia Sutta oder Sutra, die Lehrrede über den Mönch Megia im Anguttara Nikaya. Und genau, da schauen wir uns jetzt mal an, was da also sich zugetragen hat. Einmal hat sich der Buddha aufgehalten an einem Ort namens Chalika und genauer gesagt auf dem gleichnamigen Berg dort, dem Chalika-Berg. Und zu dieser Zeit, das ist manchmal auch vorgekommen, da war der Buddha relativ alleine, hat der Buddha dort alleine gelebt, nur begleitet von diesem einen Mönch Megia. Das heißt, der Buddha war nicht immer nur umringt mit einer großen Schar von Mönchen und Nonnen oder auch Laienpraktizierenden. Manchmal hat auch der Buddha für eine kleinere Zeit oder kürzere Zeit auch mal ein bisschen zurückgezogener gelebt oder hat dann vielleicht in der Zeit mehr meditiert. Manchmal gibt es auch dann die Möglichkeit natürlich, dass der Buddha, haben wir schon manchmal darüber gesprochen, der hat einen sehr, sehr feinfühligen Geist und hat dann auch mit seinem Geist in Meditation Kontakt aufnehmen können mit anderen Lebewesen, die für uns nicht sichtbar sind, wie so himmlische Lebewesen zum Beispiel. Und die haben natürlich auch öfters Fragen stellen wollen oder auch Vorträge bekommen oder Unterweisungen über den Weg zur Befreiung. Das heißt, auch in solchen Zeiten hat er sich dann vielleicht extra Zeit dafür nehmen können, um dann eben, weil er sowieso nicht so viel mit Menschen zu tun hatte in der Zeit, in der Meditation dann eben für die himmlischen Lebewesen insbesondere da sein konnte. Das nur so nebenher. Aber jedenfalls zu diesem Zeitpunkt war der Buddha also alleine an diesem Ort mit dem Mönch Megia. Und Mönch Megia war dann in der Zeit sowas wie, kann man sagen, der Assistent und Begleiter vom Buddha. Und als Assistent stand man dann, wenn man so diese Aufgabe hatte, dann stand man dem Buddha bei alltäglichen Dingen so zur Seite, unterstützend und hilfreich. Man bemüht sich das dann, also wenn es, also je nachdem, wo der Buddha gerade gelebt hat und man hat diese Assistenzposition, kommen natürlich auch mal viele ordinierte Mönche oder Nonnen zu Gast und haben Fragen oder Laien, Buddhisten kommen und haben Fragen oder andere Interessierte, die vielleicht nur so ein bisschen erstes neugieriges Interesse haben, wollen hören, was der Buddha so zu dem einen oder anderen Thema zu sagen hat. Und dann haben dann die Assistenten immer geschaut, dass man das gut und reibungslos organisiert, dass dann jeder so seine Zeit kriegt. Und der wohl bekannteste von diesen Assistenten des Buddhas war der Mönch Ananda. Und jetzt aber heute bei dieser Hintergrundgeschichte ist es also der Mönch Megia gewesen, der dem Buddha assistierte. Und die Assistenten haben sich dann auch gekümmert um so Sachen wie, dass der Buddha täglich frisches Wasser bekommen kann. Wenn der Buddha in so kleinen Hütten geschlafen hat, wenn man da welche zur Verfügung hatte, dann haben die sich darum gekümmert, dass man da auch mal fegt und sauber hält alles und so weiter. Und manchmal haben sie auch Nachrichten übermittelt, wenn der Buddha eine bestimmte Mitteilung zu übermitteln hatte an andere Gruppen oder Personen und so weiter und so fort. Um solche Dinge hat man sich dann gekümmert. So, und jetzt eines Tages war dann in dieser Zeit der Mönch Megia auf Almosengang unterwegs in so einem nahegelegenen Dorf namens Jantu. Und auf seinem Rückweg, da ging er dann an einem Fluss vorbei, der Fluss Kimikala. Und am Ufer dieses Flusses entlang, als er so wanderte, da sah er in der Nähe ein sehr anmutiges, wunderschönes, wie kann man sagen, lasch auf Deutsch, lasch, satt. Wieso sattes Laub, satte Bäume, wunderschön. So das Gegenteil von, was wir jetzt leider immer mehr bei uns sehen, wenn so durch Klimawandel das immer heißer wird und man sieht die Wälder, die werden immer lichter und immer, ja, immer dürrer wird alles, immer weniger satt, was so das Laub oder die Kronen der Bäume angeht. Und dieser, da war ein Mangowald, der war so richtig saftig, richtig satt, ausgestattet mit wunderschönen Mangobäumen. Und der Mönch Megia, der hat das dann betrachtet und dachte, wow, dieses Mangowäldchen, das ist wirklich anmutig und entzückend. Es ist bestimmt ein super Ort, um für einen ehrbaren Menschen wie mich, jetzt hier jemand, der Mönch geworden ist, dass man sich hier in Meditation übt. Das will ich doch mal den Buddha fragen, ob er es mir erlaubt. Dann möchte ich mich hierhin zurückziehen und mal für eine längere Zeit mich in Meditation üben. Ein bisschen intensiver. So.
Doch als er dann der ehrwürdige Megia, der Mönch, den Buddha darum bat, sich für so individuelle Meditation dorthin zurückzuziehen, da antwortete der Buddha ihm, zurzeit sind du und ich alleine hier auf dem Berg an Chalika. Bitte warte doch mit deinem Vorhaben noch so lange, bis ein anderer Mönch kommt und dann könne er gehen. Doch der Geist von Megia, der war jetzt schon so sehr von diesem Begehren nach diesem Mangowäldchen eingenommen oder durchdrungen, dass er nicht locker ließ. Und deswegen hat er direkt noch ein zweites Mal gefragt. Aber die Antwort des Buddhas blieb dann die gleiche. Also bitte warte noch, bis vielleicht ein anderer Mönch kommt und dann kannst du ja dich dorthin begeben. Aber auch beim zweiten Mal ließ dann der Megia nicht locker und fragte noch ein drittes Mal. Und das ist oft so, dass wenn der Buddha ein drittes Mal sogar noch gefragt wird, dann gibt er das dann meistens, also in einigen Fällen gibt er das dann auf, dass er dann sagt, okay, wenn die Person dermaßen drauf und dran ist, diese oder jene Entscheidung zu treffen, dann so sei es. Denn der Buddha hat schon seine Gedanken gehabt, warum er das dem Megia erstmal vorgeschlagen hat, das noch nicht zu tun. Der hat sich bestimmt mehr dabei gedacht, als nur Gedanken wie so, oh, dann habe ich keinen Assistenten, weil der Buddha kommt natürlich auch vollkommen alleine, klar. Der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, dass das vielleicht für Megia momentan noch nicht das Richtige ist oder nicht die richtige Zeit. Oder dass er auch schon gesehen hat, dass sein Geist eigentlich gar nicht wirklich auf Meditation aus ist, sondern nur für dieses wunderschöne Mango-Wäldchen Augen hat. vielleicht ist der Geist nicht unbedingt an Meditation interessiert, sondern eher, wie schön das da gerade ist. Und als er dann also das dritte Mal gefragt hat, da hat dann der Buddha geantwortet, du bist fest entschlossen zu meditieren, was kann ich da noch sagen? Bitte, Megia, geh nach deinem Belieben, geh ruhig. Und da erhob sich dann der Megia von seinem Sitz, verbeugte sich, umrundete den Buddha respektvoll und dann ging er eben zu diesem schönen Mangowäldchen, was er sich ausgesucht hatte. Und das seinen Geist ja dermaßen eingenommen hatte. Und dann hat er sich einen schönen Baum ausgesucht, hat sich an den Fuß dieses Baumes gesetzt und wollte anfangen zu meditieren. Doch als dann der Mönch Megia da anfangen wollte zu meditieren, da wurde sein Geist dermaßen von starken, unheilsamen oder untauglichen Gedanken eingenommen oder befallen. Ganz besonders von Gedanken wie Gier nach angenehmen Sinneseindrücken, eben genau das, was der Buddha wahrscheinlich auch schon bei ihm gesehen hat, aber auch Gedanken durchdrungen von Übelwollen oder Boshaftigkeit. Und der Megia war auch selber ziemlich überrascht über die Intensität von diesen unheilsamen Gedanken. Und er hatte wirklich Schwierigkeiten, das zu zähmen oder zu beruhigen oder loszulassen oder zu transformieren. Und er dachte dann, oh, das ist unglaublich, das ist wirklich erstaunlich. Ich bin doch mit großem Vertrauen aus dem Leben eines Hauselters fortgezogen in das hauslose Leben eines Mönches, unter der Anleitung auch noch des Buddhas. Aber dennoch werde ich immer noch von diesen unheilsamen oder untauglichen Gedanken bedrängt, von so sinnlichen Gedanken, boshaften oder grausamen Gedanken. Und weil Megia keinen besseren Umgang fand mit diesen aufgewühlten Gedanken, mit diesem rastlosen Geist, da entschloss er sich dann doch nochmal zurückzugehen zu dem Buddha und zu fragen, was denn sein Lehrer dann dazu sage, was er denn vielleicht für einen Rat habe. Und auf dem Chalika-Berg suchte er dann den Buddha auf, verbeugte sich respektvoll vor ihm und setzte sich zur Seite und berichtete dann, was ihm widerfahren war. Und da sprach dann der Buddha, das sind jetzt Sachen, die der erste Teil, was er dann jetzt gesagt hat, der Buddha, das habe ich jetzt so ein bisschen dazu geschrieben. Ich bitte um Verzeihung, weil ich denke, das ist dann so, wie der Buddha vor allen Dingen auch reagiert haben wird. Das habe ich nicht dazu geschrieben, sondern das sind jetzt quasi zwei Teile. Das eine war aus dem Dhammapada-Kommentar, das andere aus der Lehrrede, aus dem Sutra. Aber das hat man dann, habe ich jetzt mal übereinander gesetzt, dass das so im Fluss ist. Ja? Also als erstes sagte dann der Buddha Megia, als ich dich zweimal darum bat, noch so lange an meiner Seite zu bleiben, bis ein anderer Mönch dich in deiner Funktion als Assistent ablösen könne, gabst du nicht nach, da dein Geist völlig von diesem Begehren nach angenehmen Mangowäldchen eingenommen war. Und es war nicht sehr weise von dir, den Rat eines Buddhas abzulehnen, nur um deinem eigenen Begehren nachgehen zu können. Und so hast du es auch in deiner Meditation nicht wirklich geschafft, dann deinen Geist unter Kontrolle zu bringen. So, und jetzt dann dieser Teil, der jetzt aus der Lehrrede kommt, wie er dann ihm noch Rat gegeben hat, dann sagte der Buddha, wenn die Erlösung des Herzens, also oder Befreiung von Leid oder Erleuchtung, noch nicht richtig herangereift ist, dann gibt es fünf Faktoren,
die dabei helfen können, Befreiung des Herzens oder Erlösung des Herzens zum Reifen zu bringen. Welches sind jetzt diese 5 Faktoren? Das habe ich vergessen, als eigene Folien zu machen. Aber da, ja, gehen wir einfach trotzdem mal so durch. Das sollte auch so möglich sein. Naja, okay. Also diese 5 Faktoren sind als erstes sind für einen Mönch da gute Freunde oder gute Genossen oder gute Gefährten auf dem Weg der Befreiung. Gute Freunde, das ist der erste Punkt. Der erste Faktor, der hilft, die Erlösung des Herzens, wenn es noch nicht reif ist, zum Reifen zu bringen. Punkt Nummer 1, gute Freunde, sehr, sehr wichtig. Als zweites hat dann der Mönch oder halt natürlich auch die Nonne oder Laienpraktizierende, wie auch immer, aber vor allem hier auf Ordinierte bezogen, als zweites hat da ein Ordinierter Sittlichkeit, Disziplin und Tugend. Das ist wie so ein, die gehören fast eigentlich immer so gut zusammen, kann man sagen. Sittlichkeit, Disziplin und Tugend, das bedeutet für die Ordinierten immer im Bezug sind das die Richtlinien und Verhaltensregeln von Ordinierten. Und man verhält sich angemessen und sucht an angemessenen Orten nach Almosen, nach Essensopfergaben und so weiter. Der Buddha sagte, man sieht Gefahr auch in kleinen Fehlverhalten und hält die Ordensregeln ein, die man sich vorgenommen hat. Das ist der zweite Faktor, also Sittlichkeit, Disziplin und Tugend, vor allen Dingen in Bezug eben auf das Leben der ordinierte Mönche oder Nonnen. Das ist der zweite Faktor, der hilft, Erlösung von Herzen zum Reifen zu bringen, wenn es noch nicht ganz reif ist. Dann als drittes, sagt der Buddha, beteiligt sich ein Mönch oder Nonne oder Ordinierte an heilsamen Gesprächen über den Weg der Befreiung. Heilsame Gespräche über den Weg der Befreiung, das hilft auch, das Herz zu öffnen. Das sind also Gespräche, in denen man sich austauscht, eben über Aspekte dieses Weges, vor allem als Ordinierter. Man spricht über die Überwindung von unheilsamen Geistesfaktoren oder über Genügsamkeit oder Zufriedenheit. Man redet oder tauscht sich aus über das Leben in Abgeschiedenheit, wenn man das so praktiziert, das sich fernhalten von unheilsamen Einflüssen oder Ablenkungen. Und man unterhält sich über, wie man klarkommt, dass man Energie oder Tatkraft in sich aufbringt, gerade auch wenn es schwierig ist. Man tauscht sich aus über die Ordensregeln oder wie man das Verhalten anwenden kann derartig. Man tauscht sich aus über Meditation, meditative Versenkung und natürlich auch über den gesamten Weg in Richtung Weisheit oder Einsicht. Und letztendlich dann auch über das Thema von Befreiung oder Erleuchtung und über das Erkennen oder das Sehen von Befreiung. Und das ist der dritte Faktor, der hilft, die Erlösung von Herzen, wenn sie noch nicht ganz reif ist, zum Reifen zu bringen. Heilsame Gespräche über den gesamten Weg oder Austausch über den Weg. Als viertes übt sich dann ein Mönch im Erwecken oder Aufbringen von Energie oder Tatkraft. Aber das ist tatsächlich so wie Energie. Dass, wenn man sich schlapp fühlt, hat man zu wenig Energie, merkt man. Wenn man viel Energie hat, dann kann man viele anpacken. Als viertes übt sich also ein Mönch im Erwecken und Aufbringen von Energie. Und wofür benutzt er die dann? Er benutzt sie, um unheilsame Eigenschaften aufzugeben und sich unheilsame Eigenschaften, Notizfehler. Er benutzt sie, um unheilsame Eigenschaften aufzugeben und heilsame Eigenschaften sich eigen zu machen. Wichtiger Schriftfehler. Und dadurch, wenn man also Energie aufbringt und dann die unheilsamen Eigenschaften auflöst und die heilsamen Eigenschaften kultiviert, dann da übt man sich darin, dass man stark und beharrlich strebsam, ohne nachzulassen, heilsame Eigenschaften kultiviert. Und das ist der vierte Faktor. Aufwecken von oder Aufbringen von Energie. Der vierte Faktor, der hilft, die Erlösung des Herzens, wenn sie noch nicht ganz reif ist, zum Reifen zu bringen. Und dann als fünftes kultiviert ein Mönch, so sagt der Buddha, den Faktor Weisheit. Er entfaltet also die edle und durchdringende Erkenntnis von dem ständigen Entstehen und Vergehen, die zum völligen Beenden von Leiden führt, diese Einsicht oder diese Erkenntnis. Und das ist der fünfte Faktor, der hilft, Erlösung vom Herzen zum Reifen zu bringen. So, und dann hat dann, nachdem er jetzt also diese 5 Aspekte aufgelistet hatte, der Buddha, die waren also als erstes die guten Freunde, dann Sittlichkeit, Disziplin, Tugend, dieser Themenbereich, dann die heilsamen Gespräche über den gesamten Weg, dann als viertes das Aufwecken von Energie oder Tatkraft, Bestreben.
und als fünftes Weisheit. Dann hat der Buddha nochmal klar gemacht, dass von diesen fünf eigentlich, wenn man den ersten Aspekt hat, nämlich gute Freunde auf dem Weg, die also den gleichen Weg gehen, gleiche Motivation, gleiches Ziel haben, da zeigt er nochmal, was für eine besondere Bedeutung das hat, wenn man diesen ersten Faktor schon besitzt. Das heißt, wenn man gute Freunde hat, die ebenfalls sich mit dem Weg der Befreiung auseinandersetzen, mit Tugend, mit Konzentration, mit Weisheit sich beschäftigen, dann haben diese guten Freunde einen sehr heilsamen Einfluss auf uns. Das färbt ja automatisch ab, ein Stück weit, mit wem man sich beschäftigt, mit wem man Zeit verbringt und so weiter und so fort. Und das kann sehr motivierend sein, das kann unterstützend sein, sehr heilsam sein. Und das kann dann auch beitragen, dass sich dann die anderen Faktoren in uns mehr und mehr leichter entfalten. Da hat dann der Buddha weiter gesagt für den Mönch Megia: Mönch Megia, wenn ein Mönch oder eine Nonne oder Laienpraktizierender, wie auch immer, wenn man gute Freunde oder gute Genossen, gute Gefährten auf dem Weg der Befreiung hat, dann kann man als Resultat dieser einen Tatsache schon im Grunde erwarten, dass sich dieser Mönch oder diese Nonne oder dieser Praktizierende auch in Sittlichkeit, Disziplin und Tugend übt. Man kann erwarten, dass er regelmäßig heilsame Gespräche über den Weg der Befreiung führt. Man kann erwarten, dass er sich um das Erwecken und Aufbringen von Energie bemühen wird. Und man kann dann auch erwarten, dass er den Faktor Weisheit kultiviert und entfaltet. Einfach, weil man eben mit Menschen zusammen Zeit verbringt, bei denen das ja sowieso schon stabil ist oder die das ebenfalls so üben. Wenn man dann mit Menschen zusammen ist, deren Schwerpunkt oder Fokus im Leben ganz, ganz ein anderer ist, dann wird dann eben dieser Schwerpunkt eher das sein, wo alles sich drum dreht und wo man erwarten kann, dass das dann eben auch auf einen abfährt. Aber wenn man tugendvolle Freunde hat oder edle Freunde, wie man das auch nennt, Brahmacharyas, dann kann man davon ausgehen, dass diese fünf Faktoren beziehungsweise die anderen vier Faktoren sich relativ natürlich entfalten oder viel leichter entfalten können. Genau. Und dann hat der Buddha abschließend, das gehe ich jetzt noch kurz durch, einfach damit wir dann diese Lehrrede quasi abgeschlossen haben, die jetzt mit dazugehört, dann hat der Buddha natürlich, wie es oft so ist, auch noch ein paar Aspekte gesagt, die zum, weil das, was wir jetzt besprochen haben, diese fünf Aspekte, die sind wichtige vorbereitende Aspekte, aber dann hat der Buddha auch immer noch weitergesprochen, wie es dann weitergeht, um den Weg bis zur vollkommenen Befreiung tatsächlich praktizieren zu können oder zu gehen. Das heißt, dann hat er noch weiter gesprochen, der Buddha, und gesagt, es gibt, wenn man jetzt diese fünf Faktoren geübt hat, dann kann man auch noch sich in einigen Dingen üben, vier Stück, um tatsächlich unheilsame Gedanken aufzulösen und dann tatsächlich den Weg bis zur vollkommenen Befreiung gehen zu können. Und da sagt dann der Buddha, wenn ein Mönch oder eine Nonne oder Laienpraktizierender sich in diesen fünf Faktoren, die wir jetzt gehört haben, schon verankert hat, dann sollte man sich ebenfalls in den folgenden vier Übungen vertiefen, nämlich, und dann sagt er relativ praktisch, relativ leicht zu merken, möchte man dem Faktor Gier entgegenwirken, möchte man den Faktor Gier auflösen, dann übe man sich am besten in der Kontemplation über die unattraktive Natur der Dinge oder vor allem von den Dingen, wo man so starkes Begehren oder starke Gier nach hat, dass man dann schaut, auch diese Dinge bestehen ja nicht nur aus rein schönen Aspekten, sondern haben auch immer irgendwas Unattraktives mit dabei. Dann, oder sei es dann auch vielleicht die Wirkung auf lange Sicht, kann man immer schauen. Dann, um Hass entgegenzuwirken oder Hass auflösen zu wollen, dann möge man sich üben oder kultivieren in liebender Güte, also Liebe ohne Gier oder ohne Anhaftung. Möchte man rastlose Gedanken auflösen oder ihnen entgegenwirken, dann empfiehlt der Buddha immer Achtsamkeit auf den Atem kultivieren. Das ist eine Standard-Empfehlung des Buddhas, was rastlose Gedanken angeht. Achtsamkeit auf den Atem. Natürlich hilft es auch sehr, dass man vielleicht eine Gehmeditation übt, wo man dann bei den Füßen ist mit der Aufmerksamkeit. Hauptsache, man hat ein einfaches Objekt, wo man bleibt. Weil rastlose Gedanken wollen immer überall sein und bringt man sie wieder hin, zurück zu einer Sache. Da sagt der Buddha, Achtsamkeit auf den Atem ist sehr, sehr hilfreich. Dann als nächstes, wenn man die, und jetzt geht es halt wieder so in diesen Bereich dann, Befreiung von Leid oder Erleuchtung, Weisheit von Erleuchtung. Als viertes,
wenn man die Illusion der Einbildung von Ich oder Selbst oder Ego oder Ich Bin auflösen möchte, dann sollte man sich Vergänglichkeit bewusst machen. Die Vergänglichkeit, die allen Dingen eigen ist oder alle Dinge durchdringt, alle bedingten Dinge durchdringt. Man sollte sich Vergänglichkeit gewahr machen oder gewahr werden, um diese Illusion von einem Ich oder Ego oder Selbst aufzulösen. Weil, sagt er dann, wenn man Vergänglichkeit gewahr wird, so kann sich die Wahrnehmung von Nicht-Ich, das heißt die Wahrnehmung von der Abwesenheit eines Selbst, stabilisieren. Und wenn man erstmal diese Abwesenheit von dem Ego, dass man sieht, dass das gar nicht so recht existiert, wie man das denkt, das Ich oder das Selbst, wenn man dessen sich gewahr wird, dann kann sich diese Einbildung von Ich Bin tatsächlich auflösen. Und mit dieser Auflösung der Einbildung Ich Bin kann dann Befreiung von Leid oder Nirvana tatsächlich realisiert werden. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Abschnitt am Ende dieser Lehrrede. Das habe ich jetzt noch so reingedrückt. Tut mir leid, wenn das vielleicht ein bisschen schnell war oder ein bisschen viel. Aber oft ist das dann eben am Ende eben immer noch mal mit dabei. Selbst wenn der Buddha relativ alltagsbezogene Ratschläge gibt, gibt es dann am Ende immer noch einen kleinen Ausblick, wo es weitergeht. Und an dieser Stelle also dann, nachdem der Buddha diese vielen Ratschläge, erst diese 5 Faktoren, dann diese 4 Übungen dem Mönch Megia mitgeteilt hatte, da hat dann der Buddha die beiden Verse von heute Abend gesprochen gehabt, nämlich der Geist ist ruhelos und unbeständig. Er ist schwer zu behüten und schwer im Zaum zu halten. Doch die Weisen richten ihren Geist so aus, wie ein Pfeilmacher seine Pfeile begradigt. So wie ein Fisch zappelt und sich windet, den man dem Wasser entrissen und auf trockenes Land geworfen hat, ebenso aufgewühlt und ruhelos ist der von Mara beherrschte Geist. Daher sollte man sich bemühen, sich von den Fängen und Fesseln Maras oder der negativen Gedanken, unheilsamen Gewohnheiten zu befreien. Und dann dem Kommentar nach hat dann der Mönch Megia dann im Anschluss an diese Unterweisung und an diese beiden Verse dann tatsächlich auch diese erste Stufe von Erleuchtung, den Stromeintritt oder Suttapatti, realisieren können und war da demnach dann also auf dem direkten Kurs in Richtung vollkommener Befreiung. Früher oder später hat er das dann geschafft gehabt. Okay, dann sind wir trotz einiger technischer Schwierigkeiten ganz gut durchgekommen für heute. Und wenn es keine Fragen gibt, würde ich dann den Abend zu Ende bringen mit dem Teil der Verdienste. Möge das, was wir heute Abend geübt haben, gehört haben, reflektiert haben, sowohl uns selbst als auch allen fühlenden Lebewesen von Nutzen sein. Und möge das zu unser aller Wohlsein und zur Befreiung von Leid und Leidenskreisläufen beitragen. Und mögen aller Segen und der Schutz aller himmlischen Lebewesen sowie die Kraft der 3 Juwelen, die Kraft aller Buddhas, Dharmas und Sanghas uns selbst und allen Lebewesen immer Schutz und Sicherheit sein. Bhavatu sabba mangalam, rakantu sabba devata, sabba buddhanu bhavena, sabba dhammanu bhavena, sabba sanghanu bhavena, satasote bhavantu te, satasote bhavantu me. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und eine gute Zeit und bis bald.